verehrte Brüder und Schwestern im Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im heiligen Koran: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Allah sagt, ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten aus ihrer Mitte erweckt hat, um ihnen seine Verse zu verlesen und sie zu reinigen. Allah sagt, ist es, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt hat, und hier hat er zwei Gründe genannt, warum Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns geschickt hat. Er erwähnte, um die Verse zu verlesen, Allahs Worte den Menschen zu verkünden und um sie zu reinigen. Um die Menschen zu reinigen. Um den Akhlaq, das Benehmen, die Wesensart, die Charaktereigenschaften zu verbessern. Die schlechten Charaktereigenschaften, die wir alle haben, dass wir die ein für alle Mal loswerden. Das ist einer der vielen Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala einen Mann, einen Menschen zu uns entsandt hat. Natürlich, zu reinigen ist das Wichtigste, wovor man gereinigt wird, ist Schirk. Falsche Glaubenssätze, was jemand in der Jahiliyyah gedacht hat, Aberglauben und andere Glaubensideen, Ideologien, die wir vielleicht immer noch haben, dass man die reinigt. Das in erster Linie, dass der Iman, dass die Aqida richtig sind. Aber auch vom Akhlaq, dass man sie, die schlechten Charakter, was wir haben, dass sie endlich gereinigt werden. Als Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu zum Najashi in Abyssinien ging, als sie da die erste Hijra nach Abyssinien geflüchtet sind, fragte al-Najashi ihn über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wollte, dass er ihn vorstellt, was ist euer Glaube. Und er sagte Ja'far über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: er hat uns dazu eingeladen, einzig Allah zu dienen und ihm nichts beizugesellen und uns von der Anbetung der Götzen abzukehren. Er befahl uns, nichts als die Wahrheit zu sprechen und das Vertraute, Anvertraute, Al-Amana zurückzugeben. Er befahl uns, dass wir die Familienbande Silatul Rahim waren. Und er befahl uns, gut zu unseren Nachbarn zu sein und uns vor den Verboten und vor Blutvergießen fernzuhalten. Er befahl uns ebenfalls, keine Schändlichkeiten zu begehen, keine falsche Zeugenaussage, Qawlu Zur. Und er befahl uns, zu beten, zu fasten und so weiter. Und dann hat Ja'far radiallahu anhu weitergeführt über den Islam. Das ist Akhlaq. Und deshalb sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Wahrlich, ich wurde entsandt, um die edlen Charaktereigenschaften zu vervollkommnen, zu vervollständigen, zu perfektionieren, den Mensch zu einem Höchstmaß im Guten, an gutem Benehmen zu führen. Eines Tages wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt: welcher Gläubige hat den vollkommensten Glauben? Wenn wir das heute jemanden fragen würden, wer ist der beste Gläubige? Dann wird man sagen, ja, der Imam.
der betet und der kann viel Koran auswendig und fastet. Das ist der Beste, weil er besonders gottesfürchtig ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab aber eine andere Antwort. Er sagte, derjenige mit dem besten Benehmen. Das ist der Beste. Der beste Gläubige ist derjenige mit dem besten Benehmen. Und eines Tages wurde auch gefragt, Ya Rasulallah, Ayyul Mu'minina Afdal. Wer ist der beste Gläubige? Welche Gläubigen sind die Besten? Da sagte er, Ahsanuhum Akhlaqa, diejenigen mit dem besten Benehmen. Und so sollst du dich selber fragen und dich selber hinterfragen, wo du stehst. Gehörst du auch zu ihnen, die einen schönen Akhlaq haben? Und es ist sehr traurig, dass die meisten von uns sich nicht anstrengen, ihren schlechten Akhlaq loszuwerden. Das kann man lernen. Guten Akhlaq kann man lernen. Und schlechten Akhlaq kann man auch lernen, wie man es los wird. Viele von uns haben neue Wissenschaften gelernt, haben studiert, haben Autofahren gelernt. Aber im Akhlaq sind sie wie vor 20 Jahren so schlecht, haben sich nicht weiterentwickelt, weiter so schlecht geblieben. Und wenn du möchtest, wissen möchtest, wie dein eigener Akhlaq ist, dann gebe ich dir einen Maßstab. Wie bist du mit deiner Ehefrau? Wenn du deine Ehefrau fragst, sag mal jetzt ehrlich, ohne dass du irgendwas befürchten musst, wie ist mein Akhlaq? Dann wirst du hören. Wie gehst du mit Leuten um, die schwächer sind als du? Ich rede nicht, dass du mit einem Vorgesetzten sprichst. Wie redest du mit einem Vorgesetzten? Natürlich bist du ganz nett, super nett. Und ich sage auch nicht, wie gehst du mit einem Mann um, der ein Schrank ist, 2 Meter groß und breit. Wie gehst du mit ihm um? Natürlich bist du ganz, ganz nett. Ich frage dich, wie du mit denjenigen umgehst, die unter dir stehen, vom Wissen, von der Bildung, vom Alter. Wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie gehst du mit Flüchtlingen um? Wie behandelst du deine Kinder? Schreist du sie an? Wie gehst du mit deiner Frau um? Mit deinen Eltern? Es gibt Leute, die reden nicht mit ihren Eltern und rufen sie viel zu selten an. Das ist dein Akhlaq. Und wie du sie jetzt behandelst, wirst du auch behandelt werden, wenn du älter bist. Das kriegst du zurück, doppelt und dreifach. Wie du jetzt deine Eltern behandelst, das ist eine Regel, ein Gesetz, das bekommst du zurück, doppelt und dreifach. Deshalb schau, wie du mit deinen Eltern bist. Schau, wie du mit deinen Verwandten bist. So erkennst du dein Akhlaq. Mehr brauche ich dir nicht sagen. Jeder fragt sich selbst, wie bin ich mit Kindern? Schnell, lauf, schrei ich oder bin ich genauso nett? Und ich spreche mit ihnen, als ob ich mit einem ganz, ganz edlen Menschen spreche. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Glaube besteht aus 60 uneinigen Zweigen. Der vorzüglichste sind die Worte La ilaha illallah. Und ihr unterster ist das Entfernen unangenehmer und schädlicher Dinge vom Weg. Und auch die Schamhaftigkeit ist ein Zweig des Glaubens. Dass man sich schämt, ist auch ein Teil des Glaubens, sogar ein sehr großer Teil, der leider in dieser Zeit
verloren gegangen ist in sehr vielen Fällen. Möge Allah uns Wissen geben und danach handeln lassen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich habe gesagt, dass man Akhlaq lernen kann. Die meisten von uns haben das Gebet gelernt, haben Gebetswaffen gelernt, haben gelernt, wie man Ghusl macht. Und andere Ahkam, Hajj, Siyam, Fasten haben die gelernt. Aber nur die wenigsten von uns haben Akhlaq gelernt. Das kann man lernen. Man kann lernen, wie man sprechen soll, was man nicht sagen soll. Man lernt, wie man es vermeidet, andere zu verletzen. Was ist guter Akhlaq? Was hat uns der Prophet gelernt und gelehrt? Das kann man lernen. Man kann auch loswerden seine schlechte Akhlaq. Kann man loswerden für diejenigen, die sich wirklich anstrengen. Und warum ist das wichtig? Eine der wichtigsten Sachen, wie man sein Akhlaq verbessert, ist, dass man betet. Wie? Natürlich, dass man richtig betet. Dass man bewusst betet. Nicht schnell betet, sondern mit Konzentration betet. Allah sagt, wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen Dingen ab. Das bedeutet, derjenige, der sich anstrengt beim Gebet, dass er automatisch schändliche Sachen unterlassen wird. Al-Fahsha wa al-Munkar. Und Allah sagte auch über das Fasten, O ihr, die ihr glaubt, ja, ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Als Allah über Fasten sprach, sagte er, es ist euch vorgeschrieben, wie es denjenigen, die vor euch waren, vorgeschrieben wurde, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das bedeutet, das Fasten führt dich zur Taqwa. Auch das freiwillige Fasten führt dich zur Taqwa und gutem Akhlaq. Für diejenigen, die sagen, mein Akhlaq ist schwach. Ich weiß, ich bin sehr impulsiv. Manchmal schreie ich, manchmal reagiere ich über. Dann sage ich dir, faste. Faste freiwillig, vor allem in dieser Zeit, in der Winterzeit. Je mehr du fastest, desto ruhiger wirst du, desto besser wird dein Akhlaq werden. Für diejenigen, die es wollen, gibt es Möglichkeiten. Du wirst nicht nur belohnt dafür, dass du fastest, sondern bekommst den Lohn noch dazu, dass Allah dein Akhlaq bessert. Und natürlich heißt es auch im Koran, nimm von ihrem Besitz einen Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst. Hier geht es um Zakat. Allah spricht die der Prophet sallallahu alaihi wasallam an, dass er Zakat von ihnen nehmen soll. Was ist der Sinn dahinter? Damit du sie reinmachst und läuterst. Die Seele wird geläutert. Deine Seele wird sauber. Und dein Akhlaq verbessert sich. Indem du jemandem Geld gibst, spendest, der es wirklich bedarf, der nichts zu essen hat, das wird dein Akhlaq verbessern. Je mehr du spendest, desto besser wird dein Akhlaq. Du wirst nicht jemanden finden, der viel spendet und schlechte Akhlaq hat. Wirst du nicht. Denn Allah belohnt ihn durch das Spenden doppelt und dreifach. Er gibt ihm den Lohn, aber gibt ihm noch dazu, dass er ihm noch einen besseren Akhlaq gibt. Warum ist Akhlaq so wichtig? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt nichts, was auf die Waage gelegt werden wird, Yawm al-Qiyamah, das schwerer wiegt, als das gute Benehmen. Es gibt nichts, Yawm al-Qiyamah, was auf die Waage gelegt wird, was schwerer wiegt als Husnul Khuluq, gute Benehmen. Und dann sagte er, und wahrlich, derjenige, der gutes Benehmen hat, erreicht die Stellung eines ununterbrochen Fastenden und Betenden. Derjenige, der gutes Benehmen hat, bekommt von Allah den Lohn, als würde er ununterbrochen fasten und beten. Und gute Akhlaq bedeutet nicht, dass er niemals böse wird. Das stimmt nicht. Wir alle werden böse, wir alle sind Menschen.
Die Frage ist, wie verhältst du dich im Streit? Und nachdem du runtergekommen bist, nachgedacht hast, fragst du dich auch, ob du auch schuld warst? Oder ist immer nur der andere schuld? Ist nur derjenige schuld? Nicht, niemals du. Denn Akhlaq sieht man im Streit. Und sehr oft hört man von Streit über wirklich banale Dinge. Hätte nicht sein müssen. Das verdient es nicht. Die Dunya verdient es nicht, dass man sich streitet wegen ein bisschen Geld, wegen einem Wort, wegen irgendeiner Angelegenheit. Spricht er mit seinem Bruder nicht. Und wenn er mit ihm spricht, dann kalt. Wird ihm das nie vergessen. Wegen einem Wort. Das ist kein guter Akhlaq. Dann hast du den Islam nicht verstanden. Dann ist dein Akhlaq Akhlaq der Jahiliyyah. Du hast dich nicht gebessert. Was bringt dir dein Gebet, wenn dein Akhlaq das gleiche ist? Du wirst erkennen, je besser dein Akhlaq, desto besser dein Gebet. Und je besser dein Gebet, desto besser dein Akhlaq. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das meiste, wodurch die Menschen ins Paradies kommen werden, ist durch Furcht vor Allah und gutes Benehmen. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. Das ist, was wir brauchen. Furcht vor Allah. إني أخاف الله. Ich fürchte Allah. Ich mache das nicht. Selbst wenn mich jetzt niemand sieht, aber Allah sieht mich. Das ist Taqwa Allah. Wenn du die Möglichkeit hast, Haram zu tun und nichts wird dich danach hindern, nichts wird dich daran hindern, außer dass du weißt, dass Allah dich sieht und dass du vor ihm stehen wirst. Wenn du das erlebst, hast du Taqwa. Wenn du Sachen für Allah lässt, aber dein Nefs schreit danach, dann hast du Taqwa. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde auch gefragt, was ist das meiste, was ins Höllenfeuer bringen wird? Da sagte er, der Mund und das Geschlechtsteil. Der Mund ist gemeint, die Zunge. Dass man viel redet, viel lästert, viel schimpft. Viel Unnützes spricht, sich in Sachen einmischt, die einem nichts angehen. Das ist das meiste, was ins Feuer bringen wird. Und Shahwa, Haram. Aber ich bin so, vor allem für die Jugendlichen, kriegt Angebote von links und rechts von Frauen und macht Zina. Zina mit Augen, aber auch Zina mit Geschlechtsteil. Und wie oft hören wir das? Und das müsst ihr sehen, das ist das meiste, was euch in Jahannam bringen kann. Frauen. Für die Männer sagen wir das. Frauen werden euch in Jahannam bringen, die werden euch nichts nutzen. Stell dir vor, Bruder, du weißt, du hast die schönste Frau und die sagt dir, komm, hey Talek, ich habe mich für dich vorbereitet. Und du weißt, danach stirbst du sofort. Würdest du das tun? Bruder, wallahi, keine Frau der Welt ist es wert, dass man in Jahannam geht. Wallahi, das ist nicht wert. Du verlierst dein Paradies für eine Frau. Anstatt ein bisschen zu warten und eine tugendhafte Muslime zu heiraten und mit ihr und für diejenigen, die schon verheiratet sind und die, für die der Shaitan die anderen Frauen schöner macht, geht zu euren Frauen, das ist halal. Das, was bei den anderen ihr findet, ist nur vom Shaitan noch schöner gemacht und wird euch ins Höllenfeuer bringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und damit möchte ich auch diese Khutba, diese Predigt beenden. Er sagte, ich verbürge mich jemanden für ein Haus im Paradies, im höchsten Teil des Paradieses, jemanden von guter Wesensart. Wer guten Akhlaq hat, so garantiert der Prophet sallallahu alaihi wasallam.
dass er nicht nur ins Paradies kommen wird, sondern den höchsten Teil bekommen wird im Paradies. Deshalb, mein lieber Bruder, lerne, was ist gutes Akhlaq, gutes Benehmen. Hinterfrage dich, wie du mit den Menschen, mit den Muslimen umgehst. Hast du Hass in deinem Herzen gegen irgendeinen Muslim? Hast du irgendeinen Streit mit einem Muslim? Wie gehst du mit deinen Eltern um? Wie gehst du mit deinen Geschwistern, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Wie redest du mit ihnen? Redest du überhaupt mit ihnen? Mit deinen Kindern, wie redest du mit ihnen? Schreist du sie an? Drohst du ihnen? Und sogar mit deiner Ehefrau. Wie bist du zu ihr? Was sagt sie über deinen Akhlaq? Wie ist dein Gebet? Das sind alles Maßstäbe, wie du erkennst, woran du bist. Erkenne es in Dunya. Und du kannst es noch ändern, bevor du getäuscht wirst, Yawm al-Qiyam. Du stehst auf und stellst fest, dass dein Akhlaq dich in die Hölle gebracht hat, obwohl du gebetet hast, obwohl du gefastet hast. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns besseren Akhlaq geben, möge Allah uns vergeben, unsere großen und unsere kleinen Sünden, die wir vergessen haben und an die wir uns erinnern können. Möge Allah uns zu besseren Muslimen werden lassen. Möge Allah unseren Eltern vergeben. Möge Allah unseren Gelehrten vergeben. Möge Allah uns zu besseren Menschen machen, dass wir das, was wir hören, auch umsetzen. Amin. Amin. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي غروقا الحمد لله الحمد لله الحمد لله All thanks to Allah Every drop of rain is a mercy from above Feeding all the earth is thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows is thanks to you.